EchoTV-Thema heute mit den letzten Zahlen bzw. den letzten Umfragen und den letzten Infos, so heißt es richtig, der Hamburg-Wahl. Ja, denn am kommenden Sonntag wird Hamburg ein neues Parlament wählen und wir sind live dabei auf Twitch. Ihr bekommt hier die letzten Zahlen der letzten Umfrageinstitute und des Spiegels, aber auch einzelne Fragen, die wir versuchen hier heute zu beantworten und wie wir mit DerchoTV oder wie DerchoTV am kommenden Sonntag ja darüber berichten wird. Das alles jetzt. Und damit willkommen zu DerchoTV-Thema am heutigen Donnerstag. Ja, die Hamburg-Wahl steht an. Am kommenden Sonntag ist es soweit. Dann wird Hamburg wieder eine Bürgerschaft neu wählen. Das letzte Mal ist dies 2015 gewesen. Wir haben darüber ja vor, wenn nicht sogar 14 Tagen, nämlich gesprochen. Und heute gibt es so gesehen das letzte bisschen Info, was wir auch haben werden. Ich versuche morgen noch zumindest bei Update Politik, morgen auch hier auf YouTube und auf derchotv.de dann noch einzelne Infos vom TV-Duell zwischen Peter Tschetschner und der grünen Kandidatin. Jetzt habe ich den Namen auch noch vergessen. Katharina Fegebank dann auch noch herauszufinden. Ja, Hamburg steht vor einer großen Wahl, die auch sich durch die Umfragewerte sich sehr, sehr beeindrucken lassen. Denn wenn man diese jetzt, sagen wir mal, in den letzten Tagen und auch Wochen und wenn nicht sogar in der letzten Zeit beobachtet hat, hat man auch gesehen, dass Hamburg quasi schon nicht vor einer Veränderung steht, aber eine Partei sich, sagen wir mal, gegen den Bundestrend sich nämlich sieht. Und zwar durch die SPD, die nämlich durch die Umfragewerte in Hamburg deutlich besser dastehen lassen als im Bund. Beim Bund wissen wir, im Bund steht die SPD so bei 15, 16%, was nicht gut ausschaut für die Sozialdemokraten. Aber, und das ist es, in Hamburg wird auch andere Politik gemacht. Peter Tschetschner, seit gut fast 2 Jahren jetzt nun Bürgermeister von Hamburg. Zu den Zahlen kommen wir gleich. Denn es bleibt immer noch die Frage übrig, was ist denn eigentlich die Hamburger Bürgerschaft? Das klingt nicht so nach Landtagswahl. Es ist ein bisschen was anderes. Es ist das Landesparlament von Hamburg. Sie heißt nur anders. Das ist genauso wie in Bremen. Da heißt es auch nicht Landtagswahl. Da ist es auch die Bürgerschaft. Und es ist in anderen deutschen Bundesländern halt einfach stumpf nur der Landtag, wie man das sagen kann. Aber daher, dass ja Hamburg wie auch Bremen zum Beispiel ein Stadtstaat ist, kümmern sich halt die Abgeordneten im Kommunal-, Landes- und auch um Bundespolitik. Und die Bürgerschaft ist somit auch das oberste Vertretungs- und Entscheidungsgremium der Stadt, das direkt halt auch von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hamburg auch oder der Stadt Bremen oder jeweils dieses Stadtstaates halt gewählt wird. Und das seit einer Verfassungsänderung 2013 alle 5 Jahre. Deswegen das letzte Mal 2015 und vorher waren es alle 4 Jahre, wie es halt im Moment auch noch im Bund ist. Das Gremium ist vor allem für die Gesetzgebung und den Haushalt zuständig, also auch genauso wie der Bundestag oder wie halt auch der Landtag. Und es wird auch zugleich auch die Bürgerschaft, kontrolliert den Bürgerschaft den Senat, also die Regierung und wählt auch den ersten Bürgermeister somit als Regierungschef oder Regierungschefin. Letzteres, also sprich eine Regierungschefin kam bisher noch nicht vor, wird es auch wohl nach den Umfragen her auch nicht sein. Es ist seit 1946 immer ein Mann mit Unterbrechungen immer wieder SPD und CDU. Wählen darf jeder, der ab 16, der 16 ist, mindestens 3 Monate in Hamburg wohnt oder sich dort gewöhnlich sonst gewöhnlich aufhält. Nach Paragraph 7 des Bürgerschaftswahlgesetz wird da auch nicht vom nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, also auch nicht, also EU-Bürger oder nicht EU-Bürger, wie gesagt, man muss mindestens 3 Monate in Hamburg leben, beziehungsweise 16 sein und ja, dort schon etwas länger leben. Wie viele Sitze sind denn eigentlich dort in einer Bürgerschaft nämlich abzugeben? Wir wissen ja, wir haben ja mal über das Thema Thüringen ja gesprochen, wie viele Sitze es ja da sind und wie es da ja halt zu Konstellationen gekommen sind. In der Regel werden halt in Hamburg bei der Bürgerschaft 121 Sitze vergeben. Es kann aber auch sein, dass sie mehr vergeben werden. Aus 4 Gründen könnte dies nämlich passieren. Einerseits werden von einer Partei oder auch von Wählervereinigungen
mehr Wahlkreiskandidaten in die Bürgerschaft geschickt, als sie eigentlich Sitze nach den Stimmen für die Landesliste bekommen. So wird das Landesparlament durch Überhangmandate entsprechend vergrößert, damit das auch anderen Parteien oder Wählervereinigungen gegenüber nicht ungerecht ist, bekommen die dann auch so die sogenannten Ausgleichsmandate. Wie man es vom Bundestag her kennt, das Problem da ist es so, dass es da schon über 700 Abgeordnete sind. Früher waren es ja so, oder eigentlich sollen es ja knapp 600 sein. Auch die sogenannte Mehrheitssicherungsklausel kann zu mehr Sitzen in der Bürgerschaft führen. Diese Klausel bedeutet aber auch einfach nur, dass eine Partei oder eine Wählervereinigung, die ja zur Wahl antritt, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen errungen hatte. Das ist ja in dem Fall ja immer bei der SPD, wenn nicht sogar ab und zu mal bei der CDU passiert, die aber doch durch die absolute Mehrheit auch die Sitze bekommt. Die Bürgerschaft muss aber auch eine ungerade Zahl an Sitze haben, damit dann Abstimmungen nicht unentschieden enden. Und so wird zum Beispiel ein weiterer Sitz vergeben, wenn am Ende bei der Auszählung zum Beispiel 122 Sitze rauskommen. Also würde bedeuten, dass es sogar dazu kommen könnte, dass es dann halt 123 Sitze gibt. Oder wenn es 120 Sitze sein sollen, 121, klar, 60 die Hälfte, das würde passen. Gibt es eine 5%-Hürde bei der Hamburg-Wahl? Selbstverständlich, wie auch bei anderen Landtagswahlen, gibt es sie, aber nur für die Landeslisten. Eine Partei oder Wählervereinigung kann so nur in die Hamburger Bürgerschaft einziehen, wenn sie für ihre jeweiligen Landesliste mindestens 5% der gültigen Stimmen auch abgegeben haben. Es gibt keine Sperrklauseln für die Wahlkreisliste. Die Kandidaten und Kandidaten, die halt mit ihren jeweiligen Listen gewählt wurden, bekommen auf jeden Fall dann auch einen Sitz in der Bürgerschaft. Also bedeutet Sitz 1, Sitz 2. Nicht wundern, wenn es so hell ist. Die Sonne scheint auch mal auch um kurz nach 18 Uhr bei einer aufgezeichneten Sendung. Ja, um das dann mal während der Sendung noch so zu ändern, das wäre halt auch ein bisschen lustig. Ja, also 5%-Hürde gibt es, 121 Sitze aktuell sind zu vergeben und die Umfragen schauen gut aus. Nicht nur für die SPD, sondern auch für die Grünen. Denn wären jetzt, oder sagen wir mal vom Stand her, hätten in diesen Wahlumfragen jetzt die Wahl stattgefunden, wo entsprechend Bürgerinnen und Bürger gefragt wurden im Vergleich zum Jahr 2015, würde es nämlich folgendermaßen so aussehen: Wir haben zwei Umfragewerte mal rausgeschaut. Wir gucken auch gleich auf die anderen Umfragewerten. Zwei Stück habe ich mir aber mal rausgepickt, und zwar nicht die aktuellste, die ich auch auf Wikipedia gefunden habe, und zwar nicht die von der INSA, von der Umfrageagentur INSA vom 18. Februar 2020, also von vorgestern, vom Dienstag nämlich. Dort schaut es so aus, hätte es nämlich da die Wahl stattgefunden, hätte die SPD 38%, die Grünen 23%, die Linke 8%, CDU 13%, AfD 7%, FDP 5% und die sonstigen hätten nur 6% der Stimmen bekommen. Wäre im Vergleich mit 2015 halt so, dass die SPD am stärksten verloren hätte, die Grünen am meisten gewonnen, CDU nur leicht verloren hätte, die Linke ebenfalls leicht verloren, die FDP hätte etwas mehr verloren und die AfD hätte einen Prozentpunkt dazu gewonnen, so auch die sonstigen Parteien. Also so hätte es entsprechend ausgesehen, wenn jetzt direkt am Sonntag, also direkt an dem Tag, wo die Umfrage gestellt wurde, nämlich Wahlen gewesen. Es kann aber auch anders ablaufen. Wir schauen mal bei den anderen Umfrageinstituten rein. So hat nämlich die Forschungsgruppe Wahlen vor 6 Tagen, also letzte Woche Freitag nämlich, da war ja auch dieses ganze Thema, dieses ganze Chaos mit Thüringen auch noch im Gespräch, hätten nämlich gesagt, wenn an dem letzten Sonntag entsprechend Wahlen gewesen wären, hätte die SPD 37% bekommen, die CDU 13%, hätte sich also im Gegensatz zur INSA-Umfrage sich jetzt nicht geändert, die ja die aktuellste ist. Wir haben aber gleich noch eine richtig aktuelle vom Spiegel nämlich auch noch. Also da bleibt man auch gleich mal, also da seid ihr gleich auch mal gespannt. Grüne würden 25% bekommen, Linke 8, FDP 4,5. Wie gesagt, Thüringen hatte damit auch immer wieder ein bisschen etwas damit zu tun. Die AfD wäre auf 7% gekommen und die sonstigen nur auf 5,5. Vergleichen wir das mit Infratest DIMAP, also dem Umfrageforschungsinstitut, was ja für die ARD unter anderem zuständig ist, Forschungsgruppe Wahlen ja fürs ZDF, sieht man dann, nämlich, die ist ja dann am letzte Woche Donnerstag nämlich rausgekommen, sieht man, dass die SPD hier auch 38% gekriegt hätte im Vergleich halt zur INSA.
CDU 14%, Grüne 23%, Linke 8%, FDP 5%, AfD nur 6% und die sonstigen 6%. Also hätte die CDU zumindest hier im Gegensatz besser gewonnen. Wenn wir uns das mit der Bürgerschaftswahl von vor 5 Jahren vergleichen, am 15.02.2015, wo sie ja das letzte Mal stattgefunden hatte, sehen wir ja deutliche Verluste für die SPD von 45 auf 38%, sind halt über 7%. Dann die CDU mit 15,9% im Vergleich jetzt. Das sind halt nur so knapp 2-3%. Grüne 12,3, also ein ordentliches Stück nach oben, wenn nicht sogar mehr als 10%. Linke würde nur 0,5% verlieren. Die FDP würde auch etwas verlieren, hat also durch die Geschichte in Thüringen halt auch eine Menge verloren. Und die AfD würde auch nur ein knappes Prozent halt dazu bekommen. Die sonstigen würden auch was anderes bekommen. Blicken wir aber auf die letzten Umfrage, die in den letzten 5 Jahren bis vor der Wahl im Februar rausgekommen sind. Sehen wir, dass die SPD immer wieder rapide verloren hatte. Wir sehen aber auch halt, dass nach und nach, so ein Jahr nach der Wahl, auch entsprechend immer wieder die Umfragewerte nach oben gegangen sind. Wir müssen auch nochmal bedenken, dass in der Zeit, wo nämlich die Hamburg-Wahl war vor 5 Jahren, dass nämlich der gewisse Spitzenkandidat der SPD noch Olaf Scholz hieß, der heute Bundesfinanzminister und Vizekanzler ist. Er war bis 2018 im Amt, dann wurde er durch Peter Tschetschner, dann kam Peter Tschetschner nämlich, der anscheinend auch eine bessere Politik nämlich macht als Olaf Scholz, und das haben so einige halt auch gesagt, ja, ne, das sieht halt nicht so gut aus, weswegen dann sogar von Policy Matters es sogar so war, dass die SPD das erste Mal unter die 30%-Marke ging, 28%, also das war vom Stand 7. März 2018, also vor mehr als 2 Jahren, da kam die CDU auf 22% sogar noch, Grüne nur 15, Linke 14, FDP 8, AfD sogar 10% und die sonstigen bei 3%. Wenn wir aber sogar auch noch weiterhin schauen auf das letzte Jahr, dann sehen wir auch, dass die SPD sich dann so zum Anfang des Jahres 2019 sich beruhigen konnte. Wenn wir aber auf Infratest DMAP, nämlich im Vergleich von April 2016 und dann Februar 2019 schauen, also 3 Jahre liegt da der Unterschied, sehen wir auch, dass die SPD dort deutlich verloren hatte, die CDU sich steigern konnte, aber es dann auch nicht nutzen konnte, wenn wir so mal weiter auf die Zahlen gucken. Die Grünen hingegen durch Fridays for Future und durch die Klimabewegung, die ja im letzten Jahr so richtig aufgeblüht ist, hat ja dadurch ja auch nochmal eine Menge Zustimmung bekommen. Zum ersten Mal dann schon auf 20%, wenn wir von Forsa mal gucken. 18% war im April 2019, dann halt ein knappes Jahr Pause, dann sieht man schon ordentlicher Sprung von ja, mehr als 4%, 6% kann man schon sagen. Und das ist schon richtig heftig. Wenn wir auf die letzte, die hier nämlich im Januar gemessen wurde von Infratest DMAP nämlich schauen, sehen wir auch, dass die SPD sich ja zum Zeitpunkt ja auch dessen vom Ende des Jahres bis Anfang des Jahres, also Ende 2019, Anfang 2020, sich so zwischen 28% und 30% befunden hatte. Also wirklich ein schlechtes Ergebnis. Nun auf einmal geht es wieder bergauf, weswegen dann auch andere Parteien wie die CDU, die davon hätte profitieren können, es nicht geschafft hatte, weil wir sehen, durch Policy Matters, im Stand März 2018 22%, schauen wir auf Infratest DMAP oder auf die letzte Policy Matters 16%, also man hat es nicht halten können. Die Grünen hingegen steigern sich, sind sogar bei Infratest DMAP Anfang Januar, also kurz nach Jahresbeginn 2020, sogar fast auf 30% gekommen, prozentgleich mit der SPD, wenn man das so sehen kann. Also es hätte sogar auch so weit gehen können, dass, wenn die Umfragen weiter so stabil geblieben wären, dass die SPD sogar vielleicht hätte nur an Stimmen, ein paar Stimmchen mehr hätte haben können als die Grünen. Und das wäre vielleicht mega knapp gewesen. Aber die amtierende Regierung aus Rot und Grün, nämlich, sprich CDU, SPD und Grüne, Entschuldigung, schaut eher wohl so danach aus, dass es wohl dazu kommt, dass die Koalition fortgesetzt werden kann mit einer komfortablen Mehrheit, wenn man den jetzigen Umfragen mal Glauben schenken könnte. Ist nur eine Umfrage, heißt, es kann sich am Wahlsonntag sich noch einiges ändern. Da hat der Spiegel auch entsprechend eine Umfrage nämlich gestartet. So sieht nämlich auch die Spiegel-Umfrage nämlich eine Verbesserung beziehungsweise eine klare
klare Antwort, nämlich, ich habe es nicht auf 3 gelegt, das ist ein bisschen bitter, deswegen zeige ich es mal hier. Hier sehen wir es nämlich, so sieht es nämlich aus, wenn nämlich laut der Spiegelbefragung, die zwischen dem 5. und dem 19. Februar stattgefunden hatte, insgesamt wurden nämlich in Hamburg online nämlich, also übers Internet, 3.468 Leuten gefragt. Der statistische Fehler beträgt auch 2,8 Prozentpunkte und die Umfrage zeigt die Präferenz der Befragten. Doch bis zur Schließung der Wahllokale kann sich es noch halt jetzt in den nächsten 3 Tagen sich noch ändern. Wie gesagt, das hat der Spiegel gestern veröffentlicht und da sieht es nämlich so aus, dass wenn an diesem Zeitpunkt halt nämlich Bürgerschaftswahlen gewesen wären, wäre die SPD bei 35,4%, somit haben wir auch Kommazahlen hier, Grün bei 24,5%, CDU bei 13,8%, Linke bei 8,6%, AfD bei 7,9%, die FDP bei 5,2% wäre also ebenfalls knapp drinne und die sonstigen bei 4,6%. Also im Zusatz zur INSA-Umfrage sieht das ein bisschen anders aus, sieht das fast ungefähr so gleich aus wie mit der INSA-Umfrage. Und wenn wir halt auch auf, es gibt noch viele andere Umfrageinstitute, die das gemacht haben. Die Spiegel-Umfrage wurde nämlich im Auftrag von CVEY gegeben, wie gesagt, zwischen dem 5. Februar und dem 19. Februar. Es wurden ja gut 3.468 Befragte genannt. Leute befragt, Stichprobenfehler so bei 2,8%, also plus minus, je nachdem, wie es ablaufen kann. Und wir haben auch schon vorher die anderen Umfragen halt gesehen von Trend Research Hamburg, wenn wir nochmal auf den Bildschirm von mir nämlich nochmal gehen, das kann man, also markiere ich nochmal vom 10. Februar, das haben wir dann auch in der letzten Themasendung gehabt, bezüglich dieser Sache hier, sehen wir die SPD bei 33%, sogar nur die CDU sogar nur bei 14%, Grüne 24%, Linke 10%, FDP und AfD jeweils bei 5% und die 7% und die sonstigen bei 5%. Und wenn wir mal sogar vor die, also die letzte Umfrage, die halt vor dieser Thüringen, diesem Regierungschaos in Thüringen waren, wo ja hätten ja auch noch FDP und wenn nicht sogar AfD davon profitieren können, wenn nicht sogar die CDU, sieht man, dass sie dort auch besser abgeschnitten haben. Also auch ein bisschen Thüringen steckt auch jeweils hier drin und das ist schon etwas heftig, wenn man darüber mal halt reden werden. Und wie gesagt, es geht halt auch um die Person an sich, wenn wir nämlich so theoretisch mal sagen würden, wenn es eine Direktwahl zwischen zum Bürgermeister gehen würde, zum ersten Bürgermeister oder zur ersten Bürgermeisterin, wäre zwischen Peter Tschetschner und Katharina Fegebank auch ein Riesenabstand. Denn laut der Forschungsgruppe Wahlen, so würde es nämlich heißen, im Stand von letzter Woche Freitag, dem 14. Februar, das können wir nochmal hier markieren, wäre nämlich Peter Tschetschner mit 54% deutlich gewählt worden, im Gegensatz zu Katharina Fegebank. Das sah vorher, einen Tag vorher bei Infratest DIMAP noch anders aus, eben 58% und Trend Research Hamburg hätte am 9. Januar noch gesagt 52%, Forsa am 6. Januar sogar nur 45%. Also Peter Tschetschner konnte da eine Menge, sagen wir mal, besser machen, aber dennoch ist Peter Tschetschner zuletzt halt auch wegen Anschuldigung in der Cum-Ex-Affäre auch unter Druck geraten. Banken hatten sich ja Steuer erstatten lassen, die sie überhaupt gar nicht bezahlen hätten. Und die Hamburger Finanzverwaltung hatte Ende 2016, also vor mehr als 3 Jahren, darauf verzichtet, 47 Millionen Euro von der Hamburger Bank MM Warburg zurückzufordern. Und Tschetschner wehrt sich gegen diesen Vorwurf einer politischen Einflussnahme. Ob das auch noch darauf am Sonntag ebenfalls zu so einer, sage ich mal, eine Beeinflussung kommt, wird man sehen, aber dennoch kann man sagen, dass nämlich die SPD im Gegensatz zum Bund halt hier etwas stärker abschneidet und das liegt halt auch daran, dass man sich auf andere Themen konzentriert, wie halt die Bundes-SPD und das sieht man bestimmt auch an anderen SPD-Landesverbänden, wenn nicht überall, aber es wird wohl so danach aussehen, dass man entsprechend dort wohl darauf auch achten wird. Daher, dass es vorerst, Stand heute an diesem 20. Februar, die erste und letzte Landtagswahl sein wird und Kommunalwahlen ja eher hier, wenn es nicht gerade auch noch mich hier in Ostwestfalen betrifft, ist es die erste und letzte Wahl für der Echo TV in Deutschland. Eine große Wahl wird es ja noch geben und das ist ja nämlich die US-Präsidentschaftswahl, die ja im November stattfindet. Die Vorwahlen beginnen ja. Wir werden auch übernächste Woche
Mittwoch bei einem Kickoff-Spezial auf twitch.tv/derchotv ja auch noch ein Special zu dem Super Tuesday haben. Da gab es ja auch noch ein Video. Ich glaube, das war vor 2 Wochen. Ich glaube, vor 3 Wochen war dann wieder hier zur Hamburg-Wahl. Je nachdem, wie ich das gemacht habe. Und derchotv wird am kommenden Sonntag, nämlich, also dem 23. Februar, folgendermaßen berichten. Es wird einen Livestream geben auf twitch.tv/derchotv. Unten in der Videobeschreibung oder unter dem Video auf derchotv.de findet ihr den Link zum Twitch-Kanal. Es gibt auch eine Live-Seite hier auf derchotv.de. Dort werden wir ab circa 17:30 Uhr, also eine halbe Stunde bevor die Wahllokale schließen, dann den Stream anschmeißen und mit Gästen darüber reden, wie die Wahl ausgegangen ist. Wir werden auch auf Reaktionen hören und uns die Zahlen genau anschauen, sie auch dann mit den jeweiligen Wahlforschungsinstituten vergleichen und natürlich auf die Prognose um 18 Uhr warten. Das Ganze so ungefähr bis 8:30 Uhr, also 20:30, 20 Uhr ist angepeilt. Davor wird's von circa 9 Uhr morgens an einen Live-Ticker geben auf derchotv.de, wo ich mal wieder merke, hier nicht eingefügt habe den Banner, aber ich kann euch zumindest die Homepage mal zeigen, die ich nämlich auch meine, nämlich derchotv.de, wo ihr alles finden und sehen könnt. Die Webseite baut sich gerade im Hintergrund auf, aber ihr wisst schon Bescheid, unten gibt es auch den Link, wenn ihr auf YouTube guckt, gibt es unten direkt den Link in der Videobeschreibung. Also muss ich da nicht darauf achten. Und wie gesagt, am kommenden Donnerstag danach, dann versuche ich, wenn nicht, wie es jetzt im Moment ist, Stand heute am 20. Februar, wieder aktuelle Ereignisse alles überschneiden, wird es nächste Woche Donnerstag dann auch nochmal um die Hamburg-Wahl gehen mit einer kleinen Nachwahllese und am Montag danach, also sprich nächste Woche Montag, am 24. Februar wird es dann nämlich auch ein derchotv Live am frühen Abend geben, wo es dann auch um die Hamburg-Wahl nochmal geht mit den Reaktionen vom Montag. Bis dahin wird sich ja dann auch alles entsprechend geändert haben. Wie gesagt, das dazu. Kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise Hinweis darauf, was an diesem Stand heute, diesen 20. Februar, passiert, wenn ihr dieses Video nicht heute direkt zur Veröffentlichung schaut. Heute Abend wird es kein Games Livestream geben. Es wird wegen den aktuellen Ereignissen in Hessen, wo es eine Schießerei gab mit 11 Toten, beziehungsweise mit 9 Toten und inklusive eines weiteren Opfers sowie dem Täter, wird es heute Abend um 20 Uhr ein Dercho TV Live geben, um circa 20 Uhr auf twitch.tv/derchotv und auf derchotv.de. Alles weitere wie immer auch auf derchotv.de. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am kommenden Sonntag wieder um 17:30 Uhr oder morgen bei Update Politik. Da wird es auch nochmal um die Hamburg-Wahl gehen, aber auch um andere politische Ereignisse. Ich sage jetzt nur das, was in Hessen passiert ist, aber vieles mehr. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss, bis dahin.